Unsere Reise geht weiter in Richtung Süden. Wir haben entschieden, ein paar Tage am Südwestende des Lago Maggiore zu verbringen und fahren etwa 26 Kilometer die Küstenstraße entlang bis nach Dormeletto. Das ist eine kleine Gemeinde mit rund 2.500 Einwohnern, die 2 Kilometer südlich von Arona liegt. Immer wieder sind wir von den abwechselnden, wunderschönen Aussichten auf den See begeistert. Wir haben den kleinen Campingplatz Eden direkt am Ufer des Lago Maggiore ausgesucht. Neben den etwa 50 Parzellen für Touristen gibt es rund 20 Mobilheime und etwa 90 Dauercampingplätze. Der Platz ist dicht eingewachsen und sehr gepflegt. An der Rezeption wird man sehr freundlich empfangen und mit den Gegebenheiten vertraut gemacht. Hier findet man auch reichlich Karten und Informationsmaterial. Vorbei an den Dauercampingplätzen geht's über den kompletten Platz in einer großen Runde bis zu unserer Parzelle. Wir haben einen schönen, großen, schattigen Platz mit Blick zum See. Alle Plätze sind mit Stromanschluss mit 6 Ampere ausgestattet. Frischwasser findet man an verschiedenen Stellen in der Nähe. WLAN ist gut und kostenlos. Mit AXI-Card haben wir pro Nacht 22 Euro bezahlt und haben uns sehr wohl gefühlt. Es stehen 2 moderne, sehr gepflegte Badehäuser mit Duschen, Wasch- und Spülbecken zur Verfügung. Hier kann man auch seine Kassettentoilette entsorgen. Der Müll wird getrennt entsorgt und die Grauwasserentsorgung findet man direkt neben der Einfahrt. Ein schöner Pool mit einer Liegewiese ist ebenso vorhanden wie ein Restaurant mit vielen Außenplätzen, wo man regionale Gerichte, aber auch eine Pizza genießen kann. Sport und Spiel kommen ebenfalls nicht zu kurz. Ein schöner Spielplatz mit einigen Geräten ist genauso vorhanden wie Tischtennisplatte, Kicker und Billardtisch. Außerdem gibt es einen großen Platz für Ballspiele aller Art. In Richtung Lago Maggiore gibt es weitere Sportmöglichkeiten, Trimmgeräte und eine Boule-Anlage. Und an der kleinen Strandbar kann man sich auch Stand-Up-Paddleboards ausleihen. Living in this moment forever. We'll be in the moment together. Das kleine Städtchen Arona ist mit seinen rund 14.000 Einwohnern ein bedeutendes Handelszentrum und ein beliebter Kur- und Ferienort.
Die Straßen und engen Gassen münden alle auf dem Piazza del Popolo mit dem Rathaus, dem Palazzo del Podesta, einem Bau mit offenen Arkaden aus der Wende der Spätgotik zur Renaissance. Im Museo Civico neben dem Rathaus findet man die ersten Exponate aus der Umgebung von Arona. Diese reichen bis ins 12. Jahrhundert vor Christus zurück. Mit die wichtigsten Veranstaltungen in Arona sind die Wochenmärkte. Jeweils dienstags und freitags schlagen fliegende Händler in dem Städtchen ihre Stände auf und bieten neben frischen Speisen und Getränken Obst und Gemüse sowie Artikel des täglichen Bedarfs an. Einen Besuch wert ist auf jeden Fall auch der kleine Lago Lagoni, der in einem Naturschutzgebiet in Mercurago, einem Ortsteil von Arona, liegt. Ein wunderschöner See mit Wasser- und Sumpfpflanzen und mit hunderten blühender Seerosen.